Hallöchen. Moin Büdi. Schön zu sehen, dass du dich hier verirrt hast. Ich habe Mikro ein bisschen umschieben. Ja, ein bisschen später heute. Und ach so, ich muss noch mal. Give me the good old Twitter. The old Twitter. Würde ich jetzt nicht schreiben wie ein halbtoter Affe. Dann würde ich auch Twitter öffnen können. So. Ich bin ein, upsa, ich bin ein alter Mann, der im Internet scrollt und Moin Fetzen und spielt jetzt Skyrim auf www.twitch.tv slash Schattenborn. Moin Melli. Jo. Hab das Social Media Influencer Gedöns geschafft. Das heißt RIP Firefox. Ach ja, ich kann doch länger heute. Doch keine Klausur morgen. Oder verschoben oder wie oder was oder wo. So. Haben wir noch jemanden da? Nee. Skyrim. Special Edition. Ach, und hallo Schattenstraditionen. Heute wieder nur in. Nee, Dienstag habe ich im Datum gehört. Das ist gut für dich. So, kann ich die Musik einmal ausmachen? Dann kann ich hier das ein bisschen höher stellen und Skyrim starten. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, bis Skyrim gestartet ist. Ah, in diesem Moment können wir nur. Upsa. Spielen. Können wir nutzen, um uns mal zu strecken, ne? Ein bisschen Übung zu machen, ne? Gehört dazu. So. Ich habe noch ein Achievement bekommen. Kunst kommt von Können. Davon wusste ich nichts. Also, dass gerade nicht zu hören ist, bis jetzt auch vielleicht. Oh, das ist, scheint laut zu sein. Oder? Laut? Ja, nein, vielleicht? Wir werden es nie erfahren. Okay, Skyrim ist ein bisschen schüchtern und braucht einen Moment, bis es startet. Es wird auf jeden Fall ausgeführt laut Steam. Das finde ich doch schon mal schön. So, bin beim Lurken. Ei, Melly heute im Lurker-Modus. Ich muss das Spiel wirklich im Vorhinein starten. Sunny Lurk, Salista Belladonna. Bleib ich oder gehe ich? Ja, Bülli, wenn es für dich nicht funktioniert, na, dann. Bin ich dir nicht böse oder sowas, wenn du gehst? Find's halt selber ein bisschen schade. Also ich werde dann höchstwahrscheinlich ab nächster Woche ab 27p. Ich weiß es nicht. So, wenn ich da eine 50% Rate hab mit dem Stream, dass der einstellbar ist, finde ich das ja selber nicht unbedingt schön. Ich wünschte, dass da Twitch ein bisschen konsequenter sein könnte. Ruhig. Also 50% sind ziemlich konsequent, ne? Wenn es sagt, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ich spiele gerade mit einem Bobby-Pin. Wie heißt es? Harpin? Harpin, glaube ich, heißt das. Im Deutschen. Warum? Habe ja nichts Besseres zu tun. Ladebildschirm. Es kommt davon, wenn ich mich nicht vorbereite. Oder, ja, Spiel nicht vorbereite. Ich muss auch gestehen, heute ist es ziemlich warm, wenn man mich fragt. Könnte man abschalten, die Sonne. Zumindest heute. Aber es soll ja nachts wieder dann abkühlen, angenehm. Und Spaß machen, wie es sich gehört. Ne, die Nacht macht Spaß. Gut. Dann kann ich jetzt einmal sagen, fortfahren. Falsches Enter. Okay. Skyrim. Das war mein 26 Grad hier. Das wäre jetzt übrigens mein Rechner, der gesagt hat, oh, du hast sowas ausgestöpselt, weil Skyrim anscheinend die Maus und Tastatur nicht erkennen kann, wenn man ein Dings eingestöpselt hat. Ich habe den Namen von einem Controller vergessen. Ein Zweihänder schwingt sich schneller als eine Streitaxt und eine Streitaxt schwingt schneller als ein Kriegshammer. Und Feuer brennt schneller als Wasser.
Lebensweisheiten hier. Willkommen im Stream von mir. Aber gut, die Hundstage sind ja auch bald vorbei. Du kannst in einer Schmiede Drachenknochenwaffen herstellen. Gefährlicher als dädrische Wachen, jedoch auch schwerer. Waffeln wären toll. Waffeln würde ich gerne nehmen. Pferde und von diesen gezogenen Kutschen sind ein weit verbreitetes Transportmittel im Himmelsrand. Sie durchqueren das neue Gelände, raue Gelände mit Leichtigkeit. Das neue Gelände, genau. So fängt der Stream gut an. Kann er reden? Nee, aber er kann so tun. Es gibt auch eine Alternative, du willst hier nicht. Ich hatte keine Zeit diese Woche für die Alternative auf 27p zu streamen. Ne? So, aber ich glaube, ja, dann gibt's halt für mich keine andere Möglichkeit, als auf 27p zu streamen. So unglücklich, dass für mich... Waffeln stehen noch unten. Oh, Waffeln! Muss ich halt machen, ne? Es geht hier noch immer daraus, oder es geht hier noch immer darum, dass ihr zuschauen könnt. Ich meine, spielen kann ich immer, wenn ich möchte. Aber es geht darum, dass ihr zuschauen könnt und, ne... Wenn es geht nicht, der Schlund speit Eis des kalte Schneien, hinab von blauen Drachenthronen, gebärte stolz in Wintersleien in Großkönig samt Zackenkron. Ah, so. Wir sind wieder in-game. Wir sind da, wo es aufgehört hat. Hier, was habe ich gerade drin? Zweimal Feuer. Das ist Heilung. So, das ist, Rodaf beschwören. Ich könnte mit dem König reden, habe ich keinen Bock drauf. Stattdessen gehen wir hier hinein. In die... Ich habe den Namen davon vergessen. In... Jovaskre. Nicht nur vergessen, sondern auch noch schwer auszusprechen. Uf, uf, uf. Und wieder in den Ladebildschirm rein. Willkommen im Ladebildschirm-Simulator 2018. Ihr Gastgeber Shan. Kommentator, Gastgeber und alles andere drumherum. Unglücklich ist ein bisschen, dass die Abendsonne so rein scheint, dass ungefähr ein Drittel meines Bildschirms, wenn er dunkel ist, nicht zu erkennen ist. Da hätte ich irgendwas, was dagegen unternehmen kann. Eine kleine Sonne zum Beispiel. Schon wieder an? Das wird wunderbar. Immer in Bewegung bleiben. Bald kann er nicht mehr. Hey, aufpassen. Warum prügelt ihr euch? Jawohl. So stirbt schon. Ich werde euch brennen sehen. Esse die Demokratie bestimmt, aber bin ja die Minderheit, also los. Rolan, Stück runter. Ich habe ja keine Rolan. Torva, was geht hier vor sich? Nadja, kann ich mal kurz mit dir reden? Okay. Torva, was geht hier vor sich? Lass dir mich jetzt zusehen oder nicht? Interessiert euch das nicht? Skjör? Ein wenig Blut, um die Stimmung zu lösen. Hoffentlich ist euch das nicht zu heftig. Ach so, ein bisschen. Vorsicht mit dem Krieg. Okay. Ihr hättet nie herkommen sollen. Euer Gesicht ist neu hier. Ich behalte euch im Auge. Ha, weil du nur ein Auge hast. So, das heißt, ihr habt jetzt gekämpft. Warum? Gar nichts zum Verdunkeln? Nee, gar nichts. Was denn jetzt? Oh, ihr seid alle so freundlich. Glaube ich, gehe wieder. Hier kommt man nicht einfach rein und spricht mit dem Boss. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Born? Wenn ihr euch in Verlegenheit bringen wollt, halte ich euch nicht auf. Kotlak ist der Herold. Er kommt hier einem Anführer am nächsten. Okay, warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Damit ich keine dummen Fragen von Idioten beantworten muss. Mei, sind die alle nett. Wollt ihr euch uns anschließen? Da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. Die kurze Antwort ist, wir kämpfen. Die lange Antwort ist, ihr verschwendet meine Zeit. Darf ich Nadja Stein am töten? Ey, ohne Brill. Na, wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Könntet ihr euch das bitte mal ansehen? Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Sagen, ob der Griff schlecht ist. Es besteht noch immer die Gefahr eines Drachenangriffs. Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denkt daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen.
Jeder Drache, der hierher kommt, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Okay. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Oh, ich bin selbst kein Gefährte. Ich helfe nur Wigner aus. Er hat mich aufgenommen, als ich Probleme hatte und, nun ja, ich schulde ihm was. Ich habe kein Geld, falls du das möchtest. Wer seid ihr? Laut Wigner ist das eine Gruppe von Faulenzern und nichtsnutzigen Jammerlappen. Vergessen haben, wie man kämpft. Aber für ihn war früher sowieso alles besser. Ich würde jedem Gefährten mein Leben anvertrauen. Aber die sind alle arschig zu mir. So, Tilma. Ihr braucht etwas? Geld. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Nein, die sind kacke. Ein Haufen guter Männer und Frauen, die aber viel zu viel Dreck machen, wenn ihr mich fragt. Okay, machen Dreck. Wohl, Schätzchen. Tschüss, alte Frau. Ich kann euch nicht bei allem helfen. Ich glaube nicht, dass sie gut sind. So gemein, wie sie mir gegenüber sind. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Geht uns nichts an. Wenn die Jarl sich zanken, hat die Ehre keinen Platz. Okay. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Ich habe das Wesen eines Kriegers im großen Krieg kennengelernt. Habe fast mein Leben vor der Kaiserstadt verloren. Als alles vorbei war, kehrte ich nach Himmelsrand zurück. Aber ich taugte zu nichts mehr, außer zum Kämpfen. Bin als Söldner herumgezogen. War darin auch verdammt gut. Das Geld war gut, die Frauen waren gut und die Getränke waren gut. Aber ich habe mich immer mehr verloren. Mein Herz verloren. Ich hatte Glück, dass die Gefährten mich fanden. Jetzt habe ich einen Grund zu kämpfen. Die Ehre meiner Brüder und Schwestern ist mehr wert als Münzen. Natürlich ist das Geld immer noch gut. Und die Getränke sind es auch. Okay. Das hättest du auf 20 Wörter oder weniger runtergürzen können, aber gerne. So, wer seid ihr denn? Egal, wen ihr hier fragt. Die Antwort wird immer eine andere sein. Söldner, ehrenwerte Krieger, Brüder und Schwestern der Klinge, betrunkener Abschaum, sucht euch was aus. Ich bin hier schon länger als die meisten. Und auch ich weiß es manchmal nicht. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Ich glaube, ich bin hier falsch, wenn hier gegenseitig umgebracht wird. Das klingt nicht gut. Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu? Gut für euch, dass ich das nicht entscheide. Sprecht mit Kotlak. Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Kann ich euch was klauen? Ist das ein Mammut? Das ist ein Mammutstoßzahn. Wer bist du? Kaiserreich sich dem Wigner Graumähne, okay. Du bist Brich. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. So. Wir Graumähnen kämpfen schon seit vielen Jahren mit den Kampfgeborenen. Kein Feind ist erbitterter als ein alter Freund. Eure Clans waren früher befreundet, was? Uiuiui. Ja, wir waren einmal eng befreundet. Aber das ist schon lange her. Wir waren zwei der ältesten und angesehensten Clans der Stadt. Mit Wurzeln, die bis zu Iskramos Gefährten zurückreichen. Aber dann ist Olfred reich geworden und hat beschlossen, dass er und seine Sippe zu gut für uns einfaches, rückständiges Nordvolk seien. Als die Unruhen losgingen, schlug er sich auf die Seite des Kaiserreichs. Seitdem haben wir nicht mehr viele Worte gewechselt. Okay. Na, erzähl mir was über die Graumähnen. Es gibt bei uns ein altes Sprichwort. Die Graumähnen leben schon in Weißlauf, seit der erste Schnee auf Himmelsrand fiel. Naja, vielleicht entspricht das nicht ganz der Wahrheit. Aber unser Clan kann in diesem Fürstentum auf eine lange und stolze Geschichte zurückblicken. Wir respektieren die alten Traditionen, die Gebräuche der Nord. Und es ist schon seit vielen Generationen ein Graumähne, der die Himmelsschmiede betreibt. Okay. Was mit euren Rivalen, den Kampfgeborenen? Ja, sie sind ein alter Clan wie wir. Aber sie haben sich auf die Seite des Kaiserreichs geschlagen, als der Aufstand losbrach. Olfried Kampfgeborener hat sein Geld mit der Landwirtschaft verdient.
und unter den Adeligen des Kaiserreichs neue Freunde gefunden. Jetzt steht er auf der Gehaltsliste des Kaisers, genau wie alle anderen. Ohne Achtung für Ehre und Tradition. Ich meine, die Münze ist ein bisschen wertvoller als Ehre und Tradition, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wenn ihr in meinem Alter seid, erinnert ihr euch nicht mehr daran, warum ihr etwas getan habt. Nur daran, dass es geschehen ist. Das nennt sich Demenz. Du solltest vielleicht mal einen Arzt fragen. Früher waren die mal wer. Heute sind sie nur noch mit sich selbst beschäftigt. Ihr solltet euch besser von denen fernhalten. Ihr seht zu schlau aus, um euch mit einem solchen Haufen einzulassen. Das ist meine Spezialität. Ich bin nicht schlau. So, mit dir habe ich schon geredet. Da war die Frau, die mich beleidigt hat. Noch irgendjemand hier? Möchtest du mich beleidigen, Torva? Euch kenne ich noch nicht. Oder doch? Ich glaube, kennen nicht, wir uns? Tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Junge Krieger sollten den älteren Krieger. Ich glaube, der hat ein bisschen was an illegalen Substanzen geraucht. Hinterfragen wir das mal nicht, ne? Das Sagen über was? Ich habe das Sagen über mich und ihr habt das Sagen über euch. Wenn ihr uns beitreten wollt, solltet ihr mit Kodlak reden. Gott, die sind ja alle so Schlaumeier, ne? Die können mich doch alle mal langsam. Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen, also kämpfe ich. Ich fühle dich, Torva. Ein Mann meines Nein. Standes. Nein. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen. Nein, halt den Mund. Ich habe mich verklickt. Ein richtiges Plappermaul, was? Ach, halt den Mund, Torva. Wir sind die verdammt besten Kämpfer in ganz Himmelsrand. Zumindest einige von uns. Die werfen halt alle so Shade gegenübereinander, so im Sinne von, wir waren mal toll, ne? Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Wie und denn? Was braucht ihr? Schon bald werde ich es sein. Bis dahin kümmert sich der Zirkel um die täglichen Aufgaben und Kodlak berät ihn als Herold. Okay, Artis hat hohe Ziele, nachvollziehbar. Reichtum und Ehre, Freund. Reichtum und Ehre. Vielleicht doch nicht so hohe Ziele. Warum kommt ihr überhaupt nach Jorvaskr, ohne zu wissen, für was wir stehen? Das hier ist keine Spielerei. Wir sind der wahre Geist von Himmelsrand. Die Ehre liegt uns im Blut, der Tod in unseren Herzen. Wenn ihr eines von beiden sucht, seid ihr hier richtig. Möchte nicht tot im Innern sein. Mhm. So, Farkas. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Okay. So, ich merke gerade... auf wessen Seite steht im das Krieg? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Gut so, warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Okay, kann ich euch beitreten? Kodlak entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Okay, danke. Tschüss. Also gut. Auf Nimmer Wiedersehen. So, Hallöchen. Wenn ihr jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Auf Wiedersehen. Na komm, wir reden. Upsa, war ich nicht. Hätte nicht die Raus damit. So. Kodlak meint, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training.
Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Okay. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Ach, da ist der Haken. Bezahlung. Ich bin Student. Ich habe kein Geld. Könnt ihr auch so... Ich hab Twitter-Follower. Ja, die würde ich anbieten können. 29 Stück. Wäre man etwas. Wir nehmen nicht jeden Milchtrinker, der angestolpert kommt. Redet mit Kotlak, wenn ihr der Meinung seid, das Zeug zum Gefährten zu haben. Okay. Wo ist denn Kotlak? Mhm. Das Kotlet. Das ist Brill wieder. Hier sind irgendwas anderes. Als das Kaiser Graumähne. Ich könnte zurück nach Weißlauf. Schauen wir mal. Bist du? Wer bist du? Ach, du bist Score. Score, ne? Score. Ich muss mal ganz kurz zwei Sachen nachschauen. Einmal so speichern. Ganz kurz. Wupp. Und dann einmal in die Einstellung gehen. Wo habe ich Schnellspeichern draufgelegt? Steuerung war's. Upsa. Da vertue ich mich gerade. Ja. Ich habe nichts geändert, Spiel. Schnellspeichern habe ich auf F4 gelegt. Genau. Stimmt. War mir da gar nicht sicher. Nicht, dass ich aus Versehen... So, kann ich hier rein? Gehen wir mal da rein. Mal schauen, ob Kotlak hier drin ist. Dass wir mit dem vielleicht aber irgendwas tun können. Ah, chill mal! Ihr wollt sicher mit einem Tschüss. Reden. Theoretisch könnte ich jetzt hier viel klauen, ne? Warum eigentlich nicht? Hallo, wer Nadja. Euch? Nadja ist noch immer gemein. Nadja hat mir wehgetan. Ich nehme immer noch den Ruf des Blutes. Wilkas, da Kotlak. Ein Fremder betritt unsere Halle. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Okay. Ja. Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Sie sind die Grundfesten der Gefährtenmädchen. Das hättest du auch auf 20 Wörter runterkürzen können. Familie und Ehre, 3 Wörter. So. Ich muss nicht deine komplette Hintergrundstory wissen. Wir sind hier nicht in einem Anime. Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Gut. Dann tun wir mal so, als würden wir ganz gerne ein Teil dieser Rasselbande sein wollen und sagen, jupp. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und so viel ich weiß... Oh, Apfelkuchen. Ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns,
Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Wie ist um unser Kampfgeschick? Wenn ich mal so zurückdenke an die große Spinne, die mich getötet hat, an den Typen, der mich geone-shottet hat, würde ich sagen, ich komme schon klar. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja. Also, ja, Mama, okay. So, beginnt zu den Waffen. Ich könnte den Apfelkuchen klauen. Komm, ich folge mal Wilkas. Oder kann ich hier noch irgendwas anderes klauen? Ich kann die Türen hier öffnen. Hallo? Oh, eine Laute? Kann ich Musik machen in dem Spiel? Sure. Komm, wir stehlen mal nichts. Ne? Wir wollen ja hier Freunde sein. Ich glaube, stehlen wäre da kontraproduktiv. Irgendjemand hat eine Vase umgeworfen. Und durch den Raum getreten. Ich war's nicht. War ich nicht. Das muss die Sorgevolle gewesen sein. Die Gude. Ach, guck mal, hier ist eine Stahlstreitaxt und ein Kolben.